Ja, in der letzten Folge sind wir wieder bei Dead Kings angelangt, haben in der vorletzten Folge das Hauptspiel abgeschlossen und ja, sind jetzt in einem Steinbruch. Oh. Bam! 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 Und ich glaube, ich habe die ganze Zeit falsch pariert, weil ich muss mit E parieren und kann dann mit rechts hier meinen schönen Angriff durchführen. Und ich dachte, man muss immer E und Leertaste drücken. Kann es sein, dass ich das ganze Hauptspiel falsch pariert habe? Ist bestimmt ab und zu mal aufgefallen. Ja, und sind einem Leon gefolgt, der das Manuskript gestohlen hat von irgendjemandem, der mit C anfängt. Und sind ja in diesem Steinbruch angelangt und Napoleon treibt ja auch so sein Unwesen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er unser Freund ist oder nicht. Ach so. Mal. Aber ich habe ja so mitbekommen, dass wir... Oh, du bist so cool manchmal, Arno. Dass wir nach den Särgen von den Königen oder vom König suchen, weil dort wahrscheinlich irgendwas drin sein soll, was von Bedeutung ist, also für Napoleon und wahrscheinlich auch für uns. Oder wir wollen einfach nur das vor Napoleon finden, damit er halt dann keine schlimmen Sachen macht. Wir kennen ja unsere Anführer. Wir müssen auf jeden Fall dann nach unten. Da haben wir nämlich noch eine Truhe. Pidu, pidu. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Oh. Wo sind die andere Steintafel? Ich stehe jetzt, warte mal. Ich dachte, die meinten die Steintafeln da unten. Oh. Hier noch eine? Ah ne, da oben wahrscheinlich. Warte, was machst denn du, Arno? Meine Jüde. Haben wir hier noch eine Steintafel? Nee. Aha. Ist hier unten vielleicht? Warte, wir gehen nochmal ganz hoch. Ich hoffe, das ist nicht auf Zeit. Aber eigentlich, ne, wenn wir es ja ganz klein machen, könnten wir auch den Leon so folgen. Okay. Noch aktiviert. Ach, hier haben wir die noch. So. Ich meine, ich finde jetzt Ratten nicht schlimm. Aber trotzdem ist es eklig. Was sind das denn für Symbole auf dem Boden?
Das sehe ich doch schon, das Licht. Oh, gut, das Wind. Du denkst doch immer nur ans Töten. Pass gut auf dich auf, Feigling. Die Freiheit ruft vielleicht schon als nächstes nach deinem Kopf. Nee, ich glaube nicht. Habt ihr meinen Mörser gesehen? Ja. Geil. Es tut mir voll leid, ey. Oder eigentlich nicht. So, da oben haben wir den Dreispitz vom Naborion. Na. Kollege. Auch mit dir. So, und jetzt müssen wir den guten Leon finden. Wer hat sich nur nicht in Schwierigkeiten wiedergebracht? Manchmal ist es echt schwer, Arno zu. Weg! Gewalt ist keine Lösung. Ist ganz schlimm, was mit diesen Menschen hier drin passiert. Ich wollte aber die goldene Truhe. Gib mir das Manuskript. Weshalb? Es hat mit der Sache nichts zu tun, oder? Ich verlasse das Land. Dafür brauche ich es. Und unsere Zukunft? Ein Frankreich, wo sich alle umeinander kümmern? Werd endlich erwachsen. Vergiss Frankreich. Du bist allein. Arno. Das ist nicht pädagogisch wertvoll. Oder anscheinend doch. Was hat dich nur zu so einem Blödmann gemacht? Du kannst nichts tun. Du verstehst es einfach nicht. Du bist genau wie die. Ey, Freundchen. Was Außenposten? Wir? Ja, nee, keine neue Nebenmission. Wir fahren die von Aggressor und töten sie den Offizier. So, jetzt will ich mal wissen, was das mit dem Manuskript auf sich hat. Der Marquis de Condorcet war ein großer Denker der Revolution. Er war ein mächtiger Girondist und Mitglied der Nationalversammlung. Als die Girondisten die Macht verloren, warf man ihm Verrat vor und er musste untertauchen. Im Jahr 1794 versuchte er aus Paris zu fliehen, doch er wurde geschnappt und zwei Tage später fand man ihn unter mysteriösen Umständen tot in seiner Zelle vor. Vielleicht wurde von jedem ermordet, die auf der Suche nach seinem letzten Manuskript waren. Siehe unten. Das Manuskriptentwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes. Das Marquis de Condorcet, das 1795 nach seinem Tod veröffentlicht wurde, war ein wichtiges Werk der Aufklärungsphilosophie. Es stellt kurz und bündig die Vorstellung dar, dass sich der Mensch durch Wissen zu einem perfekten Wesen entwickelt, das man anderen durch Bildung zu besseren, perfekten Menschen machen könne. Dieses Mythos ist heute größtenteils widerlegt. Die Templer schätzen das Gedankengut der Aufklärung nicht sonderlich. Warum sollten sie auch? Es könne zu einem schlechten Gewissen führen, wenn sie die Massen versklaven. Vermutlich haben sie Condorcet sogar selbst ermordet. So, warte mal. Was war das jetzt mit Außenposten? Das schauen wir uns erstmal kurz näher an. Der hat so viel verdient. Wir hauen die einfach alle komplett weg. Bam! Oh, voll in den Hinterkopf rein. Sei gegrüßt, mein Freund. Friedhofsaußenposten.
Die Offiziere töten, um den Außenposten zu befreien. Ich muss einfach mal an den Spaß. Und dann würde ich sagen, mache ich das dann im Off. Gah, weg mit dir! Was ist los? Gibt es ein Problem? Nö. Anhalten! Auf ein Wort! Was ist denn in dem vor? Wahnsinn! Kein Vertrauen! Still! Und jetzt zum Vergnügungsteil! Halt ihn auf! Das Atmen soll ihm vergehen! Verdammt, jetzt hab ich... Oh Gott! Muss so viel drücken! Ich hab keine... Oh, ich glaube, das war wieder ein bisschen zu sehr mutig von mir. Los, weg mit dir. Los, weg, 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 weg. Die verfluchten Gemäßigten tappen nur als Opfer. Weg mit dir. Oh. Schon ein bisschen romantisch so im Sonnenlicht, ne? Die alle niederzuknüppeln. Problem ist nur, ich habe jetzt wieder keine Medizin. Oh, zweimal Medizin. Nett. So. So, dann müssen wir noch zwei Offiziere töten. Das machen wir nur halt zu gerne. Bremse! Aha! Verdammt! Hä, der hat ja voll seinen Kollegen eigentlich abgeschossen, ne? Du bist erledigt! Und trotzdem werd ich getroffen. Durchbohrt ihn von der Seite! Hier, was um alles... Wenn ihr den verfluchten Kopf vom Land. Los, komm. Wir wollen ihn nur bluten sehen. Ja, ging doch. Aber ganz nett. Ach, wir müssen noch mal gucken wegen neuen Talenten. Oh. Es gab ja noch dickes Fell. Warte, das gucken wir gleich mal. Genau, Fähigkeiten. War das Schleichen? Nee. Fernkampf?
Ah, nee, Gesundheit, genau. Dickeres Eisenfeld. Ah, ich brauche 12. Ja gut, dann hat sich die Sache auch erledigt. Und hier irgendwo den Spezi haben. Hau nicht ab! Ich bin es! Und das ist etwa unten? Kann es euch auch sein. Boah, Alter, ist das ekelhaft. Oh, die ganzen. Oh, ich. Oh, das ist ja richtig unangenehm. Ach, sind wir der Plünderer? Nee, genau richtig. Ich bin bereit! Bin ich überhaupt richtig hier? Bereit zu sterben? Sorry. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ich glaube nicht, ne? Keine Gnade. Also ich muss sagen, ich wäre ungern Plünderer. Ich würde mich in solch einem Ort überhaupt nicht wohlfühlen. Ich hätte Angst, dass ich irgendwelche bösen Geister mit nach Hause nehme, die mich dann terrorisieren. Nein, ich wollte eigentlich den Anführer. Ja, dann rennt doch. Okay, ich würde sagen, wir kommen vielleicht dann nochmal woanders, also ein andermal hierher. Das ist manchmal zu viel auf einmal. Aber es macht Spaß. Also mit der Guillotine-Flinne, die hätte ich schon gerne ein Stückchen eher gehabt. Das ist nämlich total lustig, mit der zu kämpfen. So. Vielleicht ist sie auch hier oben. Ja gut, das kann auch sein. Ach, da oben. Ich habe ein... Warte mal. Verdammt. Verdammt. Ich hab eigentlich eh gedrückt. Ich drück die ganze Zeit beschissenes Ehe. Ich glaube, ich stirb gleich. Jetzt töte den doch mal, verdammt noch mal. Hallo. Jetzt bring ihn doch mal um. Ich zerreiß den. Ihr müsst hinter den Bastard. Hallo, mach doch mal. Ja. Arno, steh auf! Du Scheißkerl! Warum kann ich ihn keine Sch... Achso, ich kann keine Sch... Ah, weil ich die... Ja. Okay. Ich dreh dich auf den Rücken wie eine Schildkröte. So. So, brauchen wir nur noch einen. Ah.
Schokolade. Bisschen Medizin. Danke. So, sind wir trotzdem nochmal die Truhe mit und Napoleons Dreispitz. Und dann suchen wir dann gleich den letzten Offizier und machen ihm am Ende. Bestimmt da oben irgendwo, ne? Ja, genau. So. Verdammter Narr! Oh, komm zurück! Schlag den Schädel ein! Boah, voll weggehauen. Okay, warte, warte, Kuku, lauf. Wir müssen fliehen. Flieh. Springen. Nein! Arno! Hallo. Nein, hör doch mal auf, Junge. So. So, und zum grandiosen Abschluss der heutigen Folge nehme ich noch den Dreispitz mit. Und ich will es einfach mal gucken. Außenposten haben wir nur 3. Okay, das geht ja mal noch. Artefakte, gut, Truhen 29%. Okay, das ist ja dann relativ easy. Da kommen wir relativ schnell durch. Und ja, da werde ich mal schauen. Ich denke mal, im Off werde ich einfach die Außenposten machen und die Truhen und die Dreispitze einsammeln. Und ja, würde sagen, dass wir uns in der nächsten Folge vielleicht bei der Frank-Yat-Geschichten uns wiedersehen, weil ich mag gerne erstmal die Nebenmission abzuschließen, bevor wir uns an der Haupterinnerung zuwenden. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.